Hi, ihr Süßen. Dieses Video ist für die liebe Heidi, die bekloppte Nuss. Meine Süße, ich danke dir so sehr für dein Paket. Crazy Girl. Ich habe mich echt wahnsinnig gefreut. Sie hatte mir letzte Woche eine Nachricht bei YouTube geschrieben, dass sie mir ein Paket geschickt hätte. Und da habe ich schon gedacht, oh. Heidi und ihre Pakete. Ich hatte ja noch keins, aber ich habe ja ein paar Videos gesehen, wo sie was geschenkt bekommen hat und wo die anderen was geschenkt bekommen haben. Ja, und dann kam dieses Paket hier an. Total süß. So, mit dem Herzchen drauf. Und da waren Sachen drin. Eins ist leider kaputt gegangen, das kann ich euch auch gar nicht zeigen. Das war so ein Bronzer-Highlighter-Dings da. Seht ihr die Bröckelchen? Ist leider kaputt gegangen. Aber die anderen Sachen sind alle heil geblieben. Und ich freue mich total. Habe ich eine süße Karte bekommen. Ja, ich war wirklich sehr gerührt und ich habe mich sehr gefreut, weil ich es einfach so süß fand und so unnötig. Und ja, ich habe einmal dieses Victoria's Secret Duft, was ist denn, ein Eau de Toilette Spray bekommen. Mit Cherry Blossom, Peach and White Jasmin. Das weiß ich nicht, wie man es auf Englisch ausspricht. So ein kleines Fläschchen. Und das riecht sehr, sehr süß. Und es ist lila. Aber irgendwie auch sehr fruchtig. Obwohl ich gar nicht verstehe, warum es Frucht... Ach, okay, wie eine Peach. Okay. Es riecht auf jeden Fall so fruchtig. Und ja, ich habe es auch schon drauf gehabt. Das ist... Es ist interessant. Ich bin ja nicht so der super süße Duftliebhaber, aber das ist, ganz cool. So, dann hat sie mir von Wet n Wild einiges geschickt. Und zwar ein Lippenstift in so einem Pinkton. Ich habe die Sachen auch noch gar nicht ausprobiert und nicht geswatcht. Ich hätte auch gar keine Zeit, mich da wirklich mit auseinanderzusetzen. Also ich mache das jetzt hier so mit euch nochmal. So ein cooles Pink. Der passt heute jetzt nicht wirklich zum Outfit. Deswegen werde ich den jetzt auch nicht ausprobieren. Dann total geil. Eine Lidschattenpalette. Mit so richtig, richtig schönen Farben. Und das Lustige ist, auch übrigens von Wet n Wild, die Walking on Eggshells heißt die. Das ist total lustig. Da steht nämlich drauf, wo man es draufpackt. Aufs Eyelid, also aufs Augenlid, auf die... also in die Augenfalte. Und da oben steht Browbone drunter, also als Highlighter. Und hinten drauf hast du dann nochmal so eine Anleitung, wo du die Sachen drauf packen kannst. Also gefällt mir sehr cool, sehr gut. Hier steht übrigens irgendwie auch drauf, dass es nicht creasen soll. Ob das denn stimmt? Ich bin doch ein Augenbase-Benutzer. Ach hey, warte, Handy klingelt. Achso. Ja. Dann habe ich noch so ein kleines. Auch von Wet n Wild. Noisette. Nutty. Nö. Nuts würde besser passen. Aber okay. Eine total schöne Farbe. Ich habe, wie gesagt, ich habe es noch gar nicht aufgemacht. Ich traue mich nicht. Sie sind so schön. Dann von Maybelline ein Schimmerpowder. Delicate Pink. Limited Edition. Gefällt mir auch richtig gut. Freue ich mich schon sehr drauf. Dann eine Nuxe Lipgloss Palette. Sag mal, Heidi, hackt it. Finde ich natürlich auch ziemlich cool. Ist die Perfect Everyday Colors Palette. Alice macht sich hier am Karton zu schaffen. Ja, finde ich auch super schöne Farben. Auch den finde ich total krass. Traue mich aber nicht, solche Farben anzuziehen. Aber ich werde es dann damit anzuziehen. Solche Farben auf den Lippen zu tragen. Dann werde ich es auf jeden Fall machen. Ein total süßes Armband. So richtig hübschen Perlen. Silber und Rot. Gefällt mir auch richtig gut. Und dann sind auch so Glitzersteinchen drin. Dann eine Amuse-Palette mit so krass bunten Farben. Spiegel. Da
auch ziemlich cool. Ich glaube, da habe ich, die ist ja schon auf, die kann ich ja mal ganz watchen. So, das Pink. Und das Lila. Hübsche Farben. Ich hatte doch letztens jemand gefragt, ob ich nicht mal ein buntes Make-up schminken könnte. Das war jetzt nicht wirklich mein Ding. Aber beides orange. Mit der Palette könnte ich das jetzt ja mal versuchen. Yay. Ja, die Farben sind echt cool. So richtig schön schimmerig und metallisch. Oh, upsie. Tschüss. Ne? Ja, es steht auf Spiel in meiner Kamera. Sehr cool. Dann noch ein Almay, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auch nochmal eine Lidschattenpalette. Mit so, auch so Naturfarben. Natürlich nicht, ach egal, es ist morgens um, nicht 9. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Auf jeden Fall auch so schöne Farben, die mag ich ja total gerne. Benutze ich auch echt viel von. Ach ja, ne, die waren das Won't Crease or Fade. Und da steht auch nochmal drauf, wie man sie auftragen kann. Welche Farben wohin gehören könnten. Und dann noch total cool, eine Softmaske. Also da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Ich habe ja noch nicht reingeguckt. Das ist auf jeden Fall in so einer Tüte drin. Das ist eine Essence in Softmaske. Und ich bin sehr gespannt. Also wenn ich sie dann ausprobiert habe, dann werde ich euch davon erzählen. Ah, okay. Man mischt sich das also an. Und lässt diese Maske dann halt auf dem Gesicht einwirken. Es ist eine... Warte. Was macht sie denn mit mir? Oh, sie macht mich jünger. Das ist super. Klasse. Finde ich gut. Ich danke dir, Heidi, wirklich ganz, 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 ganz riesendolle. Und freue mich da wirklich sehr drüber. Und ja, danke auf jeden Fall. Ich freue mich da unendlich drüber, aber das habe ich jetzt ja schon 100.000 Mal gesagt. Und euch habe ich jetzt dran teilhaben lassen und drehe jetzt vielleicht noch ein Video. Ciao!